Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du dabei bist. Ich heiße Max und ich möchte heute Djinns besprechen von Fatma Aydemir. Ein Buch, das auf der Longlist des Deutschen Buchpreises steht und garantiert auch auf der Shortlist zu finden sein wird. Es würde mich zumindest arg wundern, wenn das nicht der Fall sein sollte. Ja, es ist verhältnismäßig früh am Morgen. Ich hätte die letzten 2 Stunden eigentlich nutzen sollen, um die Wohnung sauber zu machen. Ja, also gerade die Fenster sehen wirklich scheußlich aus, wie ich immer wieder bemerke. Aber was macht Maxchen lieber? Natürlich, er macht sich nochmal Gedanken zum Buch und verfasst eine Rezension. Am 20., also in einigen Tagen, ist er dann die Verkündung der Shortlist. Und bis dahin wollte ich einfach jetzt gerne noch meine Gedanken zu Djinns euch mitteilen. Übrigens trinke ich hier gerade einen Kaffee und ich trinke Pets mittlerweile. Seit ungefähr 2 Jahren trinke ich Pets. Ich habe mir eine kleine Senseo-Maschine gekauft und war lange Zeit relativ irrational überzeugt von dieser Maschine, denn immer wenn ich einen Kaffee trinke, merke ich, dass der wirklich gräuslich schmeckt. Ich glaube, ich brauchte jetzt die augenöffnenden Worte vor kurzem, als ich nämlich gehört habe, ja, der Kaffee ist echt widerlich. Als kleine Stärkung denke ich, trotzdem ganz hilfreich. Ja, los geht's. Fatma Aydemir ist ein 83er Jahrgang, wenn mich nicht alles täuscht. Sie hat davor auch schon manche Bücher geschrieben. Ich weiß es nicht genau. Es ist mein erster Roman von ihr. Ich glaube, sie hatte mitgearbeitet am Band Eure Heimat ist unser Albtraum. Hieß das Buch so? Ich glaube schon, ja. Ein wunderbar provozierender Titel. Und auch in diesem Buch wird natürlich drauf los provoziert. Allerdings gleich mehr dazu. Ja, kommen wir doch erstmal zum Titel. Ein Djinn ist nach der islamischen Vorstellung ein Dämon, der zumeist unsichtbar bleibt, der im Hintergrund bleibt, aber hin und wieder in einen Menschen einfahren und diesen verrückt oder krank machen kann. Ich will euch davon berichten, wie mir das Buch gefallen hat und ob man hier vielleicht auch sagen kann, die Geister, die man ruft, die wird man nun nicht los. Oder ist es einfach nur Goethe-Quatsch, Deutschlehrer-Quatsch, finden wir es heraus. Ja, und dabei werde ich so wenig wie möglich spoilern. Aber ich werde natürlich einige Handlungspunkte erwähnen. Fatma Aydemir widmet sich in ihrem Roman Djinns, der in diesem Jahr erschienen ist, den Geistern einer Familie. Welche Kräfte wirken im Untergrund einer Familie? Wo verlaufen die Trennlinien, die Bruchlinien in einer Familie? Eine Familie, deren Eltern und die älteste Schwester in einem kurdischen Bergdorf in der Osttürkei aufgewachsen sind, deren jüngere Kinder aber in Deutschland geboren wurden. Aydemir lässt dann in je einem eigenen Kapitel die Familienangehörigen zu Wort kommen. Zunächst ist da der jüngste Sohn Ümit, dann die älteste Sefta, die studierende Peri, dann Hakan und schließlich die Mutter Emine. Das erste Kapitel schildert in rasantem Ton und in der Du-Form ganz selten gelesen den Tod des Familienvaters Hüseyin, der in seiner brandneuen Istanbuler Wohnung zusammenbricht, offenbar an einem Herzinfarkt stirbt. Und das, ja, so ironisch es ist, gerade als er Ende der 90er Jahre, ans Ende seines beschwerlichen Arbeitslebens in Deutschland kommt und eben in der alten Heimat der Türkei sich eine Wohnung gekauft hatte, um dort seinen Lebensabend zu genießen. Aydemirs Fokus bei der Betrachtung der Hinterbliebenen, die sich nun auf den Weg nach Istanbul machen, um ihren Vater bzw. den Ehemann zu bestatten, liegt deutlich auf den Schwierigkeiten des Lebens in einer Gastarbeiterfamilie in Deutschland. Die Konflikte der einzelnen Personen sind dabei so zahlreich, dass sich eine Auflistung davon liest wie das Who is Who der Identitätskrisen. Alle Formen des Sexismus, Rassismus, Klassismus werden angerissen, dann sexuelle Orientierung, Transidentität, Care-Arbeit der Mütter, Alkoholismus der Männer, Vorurteile gegenüber Immigranten, Racial Profiling und weitere. Die Vielfalt der Probleme ergibt sich auch daraus, dass durch die Familie ein doppelter Graben verläuft. Einmal der Graben der kulturell geprägten Weltanschauung. Die aufgeklärte Peri, vielleicht Anfang 20, die neben feministischen Texten auch Nietzsche studiert und vielleicht den Feind kennenlernen möchte und die dabei bedingungslos auf Freiheit pocht, reibt sich freilich an Mutter Emine, die ihre häusliche Arbeit einer Ehefrau zwar belastend findet, aber weder in der Türkei noch in der Bundesrepublik moderne Ideen kennengelernt hat, um Alternativen überhaupt denken zu können. Und so zerschellt Peris Aufklärungsarbeit an den Mauern des Denkbaren.
Und hier möchte ich euch jetzt mal etwas vorlesen. Mutter Emine muss sich von Peri jetzt Folgendes anhören. Sie dachte, sie müsste ihrer Mutter einfach nur weitererzählen, was sie dort in der Uni gelesen und gehört hatte, um durch ein einziges 10-minütiges Gespräch Generationen von Unterdrückung und Armut und Mangel an Bildung einfach auszugleichen. Weißt du, Anne, du kommst nicht als Frau zur Welt, du wirst dazu gemacht. Und die Mutter erwidert auf Türkisch, verzeiht bitte, Töfbe, Esther, Furulla, Allah hat uns als Frauen erschaffen. Mir gefällt, dass es hier diese typischen Familienbezeichnungen gibt, also das türkische Anne für die Mama oder auch der Baba oder der Dede für den Papa und auch noch weitere Familienbezeichnungen. Fand ich sehr schön und auch das eingestreute Türkisch unterstreicht natürlich die Atmosphäre. Ja, so werden eben hier die Konflikte auch dargestellt im Gespräch, versuchen sie eben aufeinander Einfluss zu nehmen. Das bezieht sich aber jetzt nicht nur auf Peri und Emine, diese konfliktreiche Gestaltung, sondern toll war für mich auch der lange Zeit unterdrückte Konflikt zwischen Emine und Sefta. Ja, das ist die ältere Tochter. Dieser Konflikt wird sich dann im letzten Kapitel wie ein Erdbeben entladen. Die Tochter wirft ihrer Mutter vor, ihr Chancen, also vor allem die Bildungschancen, verwehrt zu haben, sich nicht um sie gekümmert zu haben. Emine ihrerseits schleudert Sefta entgegen, sie selbst habe nicht einmal Deutsch gelernt und sei ihr ganzes Leben lang fremd und unglücklich gewesen. Hier verbinden sich mitreißende Sprache, ein ernstes Thema und die Dringlichkeit des Moments und erschaffen ein rasantes, starkes Kapitel. Dass der jüngste Sohn Ümit seine Homosexualität, die er eben erst entdeckt hat, seinen Eltern gegenüber natürlich verheimlichen möchte, sollte an dieser Stelle selbstverständlich sein. Diese Szenen der innerfamiliären Brüche gehören zu den Stärken von Aydemirs Buch, weil sie ihre Figuren im direkten Gespräch gegeneinander antreten lässt, aber auch durch Reflexionen ihre Figuren eben in die Konfliktfelder hineinbringt und auf ihre Ursprünge verweist. Sie denken darüber nach, woher denn eigentlich die Probleme in der Familie kommen. Vertieft wird der Graben durch die Tatsache, dass die Eltern als Kurden auch gewisse Spannungen mit nicht-kurdischen Türken erleiden mussten und auch immer noch müssen. Außerdem hat Vater Hüseyin während seiner Zeit im türkischen Militär offenbar Gräuel gegen Kurden miterlebt oder vielleicht sogar selbst ausgeübt. Davon will er jetzt gar nichts mehr wissen und deswegen verbietet er auch zu Hause die kurdische Muttersprache. Diese Selbstablehnung liegt schon vor seinem Tod wie ein Grab auf der Familie. Und auch zwischen den Eltern verläuft ein Graben, der sich bereits in der Türkei öffnete, dessen Ursprung ich hier aber nicht spoilern möchte. Ihr seht schon, diese Familie hat ja ohnehin schon genug Probleme und jetzt sind da auch noch die deutschen Kartoffeln. Ein weiterer Graben verläuft dann natürlich zwischen den Deutschen und der Familie, die in den 80er und 90er Jahren freilich als türkisch gelesen und mit den typischen xenophobischen Scheußlichkeiten konfrontiert wird. So wird Tochter Sefdas Wohnhaus angezündet, was sie sofort zweifelsfrei auf die Nazis zurückführt. Und Sohn Hakan wird von zwei Autobahnpolizisten mit unverhältnismäßigen Kontrollen gemaßregelt. Diese Passagen fand ich schwach gelöst. Das liegt zum einen an den furchtbar saloppen und teilweise dämlichen Sprüchen von Hakan. Da Hakan kurz zuvor noch stolz erklärte, dass er auf der Autobahn am liebsten bei 220 Sachen 2 Zentimeter hinter seinem Vordermann klebt, um ordentlich Adrenalin zu pumpen. Und da sein Auto eventuell seiner halblegalen Arbeit als Autohändler entstammt und er darüber hinaus während der Autofahrt auch nicht zu schlafen gedenkt während seiner Reise nach Istanbul, kann man den Polizisten für ihren Fang eigentlich nur dankbar sein. Auch die permanenten Deutungen in Sefdas Kapitel, die uns Lesenden mit penibler Ordentlichkeit erklären wollen, wie wir das Gelesene verstehen müssen, haben mich zur Weißglut gebracht. Ich will in Literatur selber denken, ich will selber Kontexte erschließen. Das will ich nicht von einem Autor schon immer übernommen sehen. Ich lese euch mal ein Beispiel vor, beziehungsweise zwei. Auf Seite 119, es geht um das Leben von Sefta mit ihrem Ehemann Isfahan, das sich leider nicht so glücklich gestaltet, wie sie sich das erhofft hatte. Hier heißt es, Sefta war der öden Wohnung ihrer Eltern entkommen und saß nun in einer anderen Wohnung fest, die genauso öde war, aber dazu noch kalt und unheimlich still. Vielleicht fragt ihr euch, warum mich das stört. Wir erleben immer ein bisschen Handlung und dann kommen diese Reflexionen, dann kommt eine Kontextualisierung, die aber ich gerne übernehmen würde und die in guter Literatur auch, glaube ich, niemals vom Autor immer selber hundertprozentig geleistet wird, gerade um dem Leser
den Nachvollzug zu ermöglichen und um auch gewisse Bruchlinien einzubauen. Aber das macht Aydemir in diesem Kapitel überhaupt nicht. Ich war schon dran, das Buch zur Seite zu legen und vorzeitig zu beenden, weil es mich so gestört hat. Auf Seite 126, auch nur ein kurzes Beispiel, Sefta arbeitet jetzt und bekommt Geld und dann kommt sofort die Deutung dessen, denn nun befanden Ihsan und sie sich endlich auf Augenhöhe. Naja, ihr Mann heißt Ihsan. Also auch dort wird sofort gesagt, welche Folgen eben der Gelderwerb für Sefta hat. Aber das ist doch bitteschön nicht so kompliziert, das kann ich doch übernehmen. Und an sehr vielen Stellen in diesem Kapitel und in wenigen anderen Kapiteln wird mir deutlich, dass es Aydemir schon darauf ankommt, dass der Leser es richtig versteht. Was mich persönlich ja auch stört, weil das für mich kein Zeichen von hoher Literatur ist, dass die Dinge immer schon in ihrer moralischen Bewertung auch eingebaut werden. Ja, das lässt mich daran zweifeln, ob es hier überhaupt gewollt ist, die Figuren auch von unterschiedlichen Perspektiven aus zu betrachten oder ob der Leser sich denn bitte an eine gängige Interpretation zu halten haben. Ja, das ist für mich unangenehm. Zum anderen liegt es auch an der willentlichen Vereinfachung, wie ich finde. Natürlich können Autoren Wut und sogar Hass in ihre Bücher legen. Sie dürfen Vorurteile schüren und aus Einzelfällen auf allgemeine Gesetzmäßigkeiten schließen. Sie dürfen mich gerne als Nazi oder als Chauvi beschimpfen, was auch immer ihnen einfällt. Sie müssen das einfach nur gut machen. Die Literatur darf in meinen Augen alles. Gerade wegen ihres subjektiven Blicks auf die Welt liebe ich ja Bücher. Und selbstverständlich erleben Menschen in Deutschland fürchterlichen Rassismus, damals wie heute. Und selbstverständlich ist es notwendig, diese Kackscheiße ohne Hemmungen und ohne Vorsicht zu artikulieren, damit wir wissen, worum es geht. Mein Problem ist eher, dass Aydemirs Anliegen hier offenbar allein die Maximierung der Empörung und des Mitgefühls der Lesenden ist. Denn bis zur letzten Seite habe ich darauf gewartet, dass mir das Buch mal verrät, weshalb es denn eigentlich ein Vierteljahrhundert in der Vergangenheit spielt. Es gibt darauf einfach keine Antwort. Ihre Geschichte könnte ebenso in der Gegenwart spielen, 2022, nur müsste sie dann wohl komplexer gestaltet werden. Ich vermute, dass es sich einfach um eine Erhöhung der Plausibilisierung der Vorfälle handelt. In den 90ern muss Ümit noch zur Konversionstherapie, die ihn zu einem Heterosexuellen machen soll. Deutschland ist noch ein Land voller zündelnder und behördlich, amtlich agierender Nazis. Ich persönlich kann den Klischee-Polizisten als das Böse schlechthin aber wirklich nicht mehr lesen, weil es mir völlig unverständlich ist, mit welchem Genuss und mit welcher Selbstverständlichkeit manche Menschen auf diesem unglaublich anstrengenden und wichtigen Beruf herumtrampeln. Natürlich handelt es sich bei diesen Passagen aber um subjektive Perspektiven. Nur wird hier die Zustimmung der Lesenden offenbar vorausgesetzt. Wenn aber Einzelfälle Gesellschaften erklären sollen, hätte ich gerne auch den sogenannten Fall Mehmet im Buch gesehen, der auch punktgenau zur erzählten Zeit gepasst hätte. Vielleicht erinnert ihr euch ja. Sind jetzt aber alle Immigranten der 90er Jahre kriminell wie Mullis Ari und sollten deshalb abgeschoben werden? Natürlich nicht. Und natürlich liegt der behördliche Missstand der Tage darin, dass Mullis Ari als Münchner Kindl und Lederhosenbayer dieselbe Heimat hatte, wie ich sie aber freilich nicht hatte, weil er permanent als Türke gelesen und immer ausgeschlossen wurde. Diese Fehler jetzt aber zu wiederholen, ist ja auch keine Lösung und erklärt einfach gar nichts. Allerdings verherrlicht Aydemir auch die Türkei in keiner Weise. Auch dort drohen Xenophobie und Pogrome gegen Andersdenkende. Mich störte hier also eher die ewig gleiche platte Wiederholung der Feindbestimmungen, das Ablaufenlassen von Klischees zum Zwecke des Lesers seufzend. Ach, das Buch stellt ja so viele Fragen und ich habe dabei gefühlt und auch gedacht. Insgesamt zünden nicht alle Konfliktlinien gleich stark. Manches sechste oder siebte Existenzproblem wirkt herbeizitiert, mancher Zwist überlädt auch das eine oder andere Kapitel. An einigen wenigen Stellen opfert Aydemir die psychologische Glaubwürdigkeit ihrer Figuren zugunsten der Unterstützung aktueller Themen. Etwa wenn Sefta und ihre Freundin als Teenager der 80er Jahre Prince und Bülent Ersoy dafür feiern, dass sie trans sind, oder wenn eine Nebenfigur, Peri, erläutert, um ein Kurde zu sein, braucht es nicht mehr als den Satz, ich bin Teil davon. Dennoch hat mir das Buch gefallen. Besonders die innerfamiliären Emanzipationsversuche und die unterdrückten Konflikte haben mich stellenweise richtiggehend begeistert. Mit Peri, die raucht, Nietzsche liest und rumvögelt, die ihre Familie durch eine ostentativ zur Schau gestellte Narrenfreiheit provoziert, konnte ich mich gut identifizieren.
Hinzu kommt eine klare Sprache, die von wenigen allzu pointierten oder saloppen Ausnahmen abgesehen der Geschichte das richtige Tempo verpasst. Leider ist der Roman durchgängig humorlos und im zeitgenössisch-populären Befindlichkeitston verfasst, der das Erleben von Begrenzungen und Verletzungen einer subjektiven Existenz in Variationen durchspielt. Zwei mögliche erotische Szenen, eine mit Ümit im Wasser, eine in der Hochzeitsnacht Sefdas, lässt Aydemir komplett links liegen, was mich in Anbetracht einer ja betonten Subjektivität enttäuscht hat. Ich wünsche mir an diesen Stellen wieder ein modernes Erzählen, das sich traut, das mutig seine Register wechselt, das auch mal die Nabelschau der Lebensbewertung verlässt und stattdessen in farbprächtigen Bildern und in manischer Detailversessenheit zu malen wagt, sich aufschwingt und den narrativen Schwindel aushält. Beeindruckt hat mich aber, wie fein Aydemir die Bezüge innerhalb ihres Textgewebes justiert, wie geduldig sie darauf warten kann, bis sich ein Thema brausend entlädt, das sie schon 100 Seiten vorher zart angedeutet hat. Die Beziehungen zwischen den Figuren kamen mir immer glaubhaft vor. Ein gutes Buch also, ein Roman, der freilich auf der Shortlist landen wird und das völlig zu Recht, der sprachlich und identitätsthematisch ein Kind seiner Zeit ist und sich an uns linksgrün versiffte Leserschaft richtet, der in der Schilderung einer konfliktreichen Familie, die sich dennoch liebt, unzweifelhaft Großartigkeiten enthält. Und er bekommt von mir 7 von 10 Punkten. Und ich gratuliere zum Einzug auf die Shortlist. Und falls nicht, dann fresse ich diesen Hocker hier. Oder ich lösche das Video. Ja, ich weiß nicht. Es schmeckt nicht. Es ist irgendwie bitter. Na gut. Macht's gut. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Genießt die Sonne. Ciao, ciao.